Tja, Leute, so wie es aussieht, können wir Belius nicht so einfach treffen. Ich habe keine Ahnung warum, aber offenbar ist das nur in Neumondnächten möglich. Und wir haben jetzt aber gerade Vollmond, also dumm gelaufen, würde ich sagen. Jetzt müssen wir hier irgendwie warten. Also es bringt nicht mal was, dass Raven einen Brief von Don Whitehorse dabei hat. Nicht mal den durfte er persönlich überbringen, weil es einfach nicht geht und weil wir auch keinen Termin haben. Irgendwie ganz, ganz eigenartig. Und Patty haben wir da draußen auch nochmal getroffen, weil die hat sich kurz von der Gruppe getrennt und wir haben da was sehr Schockierendes erfahren. Wenn es denn überhaupt stimmt, ist sie offenbar die Enkelin von Ifrit, diesem skrupellosen Piraten, der vor keine Ahnung wie viel langer Zeit da schon vergangen ist, ganz viele Leute umgebracht haben soll und so und den eigentlich alle Gilden verachten und verabscheuen. Soll sie seine Enkelin sein, aber ob das jetzt wirklich wahr ist, weiß ich nicht genau. So, Raven, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden wir uns hier kurz mal hinlegen müssen, dass wir hier was tun, weil er hat gesagt, er wartet ja bei der Gaststätte auf uns, bei der Formalhort. Hey, das ist, warum, was ist das für ein ekliger Name? Nenn's doch gleich Vorhort. Welcome, staying the night? I think a companion of ours should have already arrived. Did a cynical older man come in? Oh, he's a friend of yours. Your rooms have already been paid for, so please, make yourselves at home. So, möchtest du dich ausruhen, aber sicher. Shall we call it a day? Good idea. We've earned a good night's sleep. Raven hat sich der Gruppe angeschlossen. Das ging ja schnell. Are you missing the castle? No, I just... I thought I'd come out for some fresh air. I just can't shake those words Pharaoh said to me. Oh yeah. What was it again? The insipid poison of this world must be purged. The world's poison. Hmm. Yeah, well, the world is full of pessimists, that's for sure. For what it's worth, you don't look like poison to me. Was that your attempt to cheer me up? Hey, I'm just trying to be straight with you. I guess I do feel a little better. Hey! Yuri, look at that! Hmm? That's Brave Vesperia. The brightest star in the night sky. There's an old story about that star. In the days of old, a great cataclysm occurred that plunged the world into ruin. Countless lives were lost as the people struggled to stand against the oncoming disaster. Its energies all but spent, humanity's hope seemed lost when a pair of siblings appeared. This brother and sister together fought the calamity and saved the world from annihilation. The sister they called Child of the Full Moon. After the struggle, she remained with the Earth. Her brother they called Brave Vesperia, and he ascended to the skies to watch over the world. The end. Wow, so you went and gave our guild a name with a lot of baggage. Now that you know the story, you should strive to make your guild shine as bright as the star. Yeah, we'll have to tell Carol about this. We'll definitely have to live up to the name. I'm gonna head back. You should too, or Rita's gonna start worrying about you. Okay. Wow, cool. Es ist morgen. Es ist morgen. Sehr schön.
Ich kam hierher, um einen Freund zu besuchen, der in das Wohnviertel gezogen ist. Man lässt mich aber nicht einfach hinein. Ja, das finde ich irgendwie... Ich konnte mich nämlich im letzten Part noch gar nicht anmelden fürs Kolosseum, um da mitzukämpfen. Weil es irgendwie nachts einfach nicht möglich war, also... Vielleicht... Aha! Ja, guck mal, jetzt sind hier auch ein paar von diesen Läden besetzt. Die waren nämlich vorher nachts auch nicht da. Nur der Markt der Fortuna, aber er war zum Beispiel nicht da. Ich bin ein Informant, der immer die neuesten Informationen liefert. Jetzt ist der unbesiegte Champion Thema Nummer 1. Er trägt eine hochwertige Rüstung und zeichnet sich durch sein beachtliches Können im Schwertkampf aus. Ja, das kann ja jeder sein. Ich bin ein Mitglied der Palestrella Gilde, die... Achso, ja. Der ist immer noch auf Patrouille. Weitermachen. Was ist mit dir, Kleiner? Weißt du, ich darf in dieser Stadt wohnen. Nicht schlecht, was? Ziemlich hübsch, oder? Bist du neidisch? Nö. Bei manchen Wettkämpfen tritt ein Krieger gegen den anderen an. Bei anderen gehen 100 aufeinander los, bis einer übrig bleibt. Außerdem soll es im Kolosseum auch Monster geben, gegen die man möglicherweise kämpfen muss. Krass. Endlich verfüge ich über das vollständige Sortiment an Werkzeugen. Als nächstes werde ich meinen Laden ganz früh aufmachen, sobald die Waren eingetroffen sind. Okay. Schön. Alter, was ist mit dir? Alter, die ist besoffen! Was ist mit dir los? Die Anmeldung für den Wettkampf ist gleich davor. Oh Herr, ich weiß, dass ihr die sucht. Jemand mit so großen Waffen kann nur für den Wettkampf hier sein. Ja, und warum Torkel... Alter, was ist mit der? Alter, so früh morgen schon saufen, meine gute Dame? Also das geht gar nicht. Was sollen denn die Kinder denken? Also, vor allem hier steht gleich mal einer rum. Also, Junge, guck dir bloß nicht die komische Tante da drüben an, weil die säuft. Ja, das ist das einzige Kolosseum auf der ganzen weiten Welt. Die Besucher kommen von überall her. Ihr seid auch nicht von hier, oder? Das sieht man euch an eurer Kleidung an. Ja. Sicher, immer Kleidung, die hier nicht herpasst, bist du direkt von außerhalb. Natürlich. Ich will nämlich nur kurz gucken, wie das jetzt hier tagsüber aussieht. Ja, hey du, wieso hast diese Statue denn keinen Kopf? Hat sie da jemand einen Scherzelappending gestohlen? Ja, stimmt das, wo du sagst? Das ist die Statue von Nike von Samothrake, die Siegesgöttin, aber da fehlt wirklich der Kopf. Der Statue ist mir nachts gar nicht aufgefallen. Was ich tue? Ich versuche am Wettkampf teilzunehmen. Ich trainiere, verstehst du? Ich muss Kraft aufbauen. Ich habe vor, einen Wettkampf teilzunehmen hier. Na dann, viel Erfolg. Diese Stadt wird von der Gilde Palestrell regiert, deren Chefin eine Frau namens Belios ist. Hier in der Stadt wird sie respektvoll die Regentin genannt. Ah ja. Und warum können wir die nicht treffen? In Neumondnächten? Ich meine, wieso können wir sie denn tagsüber nicht sehen? Ist sie ein Vampir? Ich kam nach Dissium, nach dem Ursprung aus Ofenkritia. Ja, das haben wir schon erfahren. Was ist mit dir? Ihr seid zum Kämpfen da, nicht? Das kann ich auch nur im Blick erkennen. Wie schön ist euch einfach zu sehen. Und es wird erst recht schön zu sein, dabei zuzusehen, wie sie euch windelweichprügeln werden. Ha, ha, ha. Du wirst noch gucken. Wer hier windelweich geprügelt wird, werden nicht wir sein. Langsam, Junge, bitte hör auf, das Gefasel einer alten Frau. Keiner glaubt es mir, aber ich habe es gesehen. Ich habe es mit eigenen Augen ganz deutlich gesehen. Was hast du denn gesehen, alte Frau? Die hat irgendwie irgendein Monster, will sie gesehen haben letzte Nacht und dann irgendwie die ist ja völlig von der Rolle. You started all of this! Huh? What are you talking about? Both of you! Stop this nonsense! Making a scene like this out in front of everyone! Mind your own business! You'd better put that away before you hurt yourself. Who the hell are you? Hey! If I'm wrong for doing this, you'll have my apology later. But I think it's you two who are in the wrong here. Damn it! Are you okay? Oh, thank you so much. You were with Madam President Kaufman. We're the Guild Brave Vesperia! Come on, you're like a walking billboard. Let him have his fun. You're Regae of Ruinsgate, right? You might want to work out a little before you go trying to stop any more fights. Oh, yes, I'm sorry. Thanks. Oh,
There's a favor I wanted to ask of you. Far be it from us to ignore a request from Ruinsgate. Well, it depends on what it is. What did you want to ask us? Perhaps we could discuss this somewhere else. Could you come to the Colosseum? We could talk about it there. Whatever he has to say, he doesn't want anyone else to overhear. Sounds pretty suspicious to me. If Ruinsgate recognizes us, it'll help improve our reputation as a guild. Get too greedy with jobs and you'll end up neglecting all of them. Our job for the moment is to look for Pharaoh and to escort Estelle. Yeah, you're right. I'll try to be more careful. But couldn't we at least hear what he has to say first, and then decide whether or not to accept? Yeah, maybe you're right. If he asks too much, we'll just say no. We don't have the time to be getting wrapped up in more craziness. Let's go and stop by the Colosseum then. We can at least hear him out. Ja, das würde ich auch sagen. Hören wir uns einfach an, was will, und wenn es irgendwie nicht geht, dann geht's halt nicht. Ja, man nennt Nordopolica nicht umsonst das Kolosseumsstadt. Ich kann mir jeden Tag Kämpfe ansehen. Das ist wundervoll, einfach herrlich. Ja, ach du meine Güte, wieso müssen sie ausgerechnet hier kämpfen? Wenn ihr kämpfen wollt, dann ab ins Kolosseum. Nö, ja, dieser Tippgeber... das sagt sie, glaube ich, oder wer sagt das jetzt? Na, doch er. Dieser Tippgeber Itogen, er ritt mir einmal zu einem Außenseiter, der damit gegen alle Erwartungen gewonnen hat. Ich dachte, ich habe nichts zu verlieren und befolgte seinen Rat. Ich hätte nie gedacht, dass es sich so lohnen würde. Plötzlich brach ein Streit auf sich, war ziemlich baff. Ich bin sicher, dass es um eine Lappali ging, nach dem Motto, ich mag gegrilltes Fleisch, ich mag aber geröstetes Fleisch, ich hau dich in die Pfanne, pah! Ja, komm schon, willst du denn nicht die unfehlbaren Vorhersagen von Itogen, dem Master-Tippgeber, hören? Wenn du auf meine Tipps hörst, wirst du ganz groß gewinnen, das schwöre ich dir. So, der Kolosseums-Maskottchen Itogen wird dich nicht enttäuschen, pass einfach genau auf, hörst du? Im nächsten Kampf musst du Tee im Auge behalten. Okay, was soll das denn sein? Es heißt, dass gestern zwei weitere Menschen in Spur des Verschwundens sind. Denn im Ruf der Gilde als Wucherer sollten es die Leute besser wissen, aber die Touristen sind immer ahnungslos. Steckt die Gilde mit den Informanten denn nicht unter einer Decke? Nordopolikianer würden auf sowas nicht hereinfallen. Na, wo bringen sie die Leute hin, die spurlos verschwinden? Wer weiß das schon, auf jeden Fall kehrt niemand je zurück. Ich hoffe, heute Nacht verschwindet niemand. What the fuck? Warum soll hier wer verschwinden? Ja, wenn man es aus der Nähe betrachtet, ist das Kolosseum riesig, ja. Was ist los mit euch? Das heißt, dass gestern zwei weitere Menschen... Bei der Ruf der Gilde... steckt hinter... Hä? Okay. Merkwürdig. Irgendwie äußerst... Okay, gut, sonst ist hier draußen jetzt nichts mehr los. Dann... gehen wir wieder rein ins Kolosseum. Mal schauen, was er jetzt hier von uns will. Eine Bitte, die er äußern möchte. So, wo ist er denn überhaupt? Wo ist er hin? Hallo, wo sind Sie? Vielleicht ist er hier drin. Ah ja, da steht er ja. Relax. Nobody said we've decided to take the job yet. That can wait till you tell us what this is all about. All right. I would like you to stop the man who is trying to take over Palestrali. Take over? This city? The plot thickens. Why are you so interested in stopping them, though? It's not your guild, so why not just let it be? You see, we have been commissioned by Palestrali to investigate the ruins at the Colosseum. Huh. Yeah, come to think of it, this city's supposed to be super old. If someone else took control, it would be discourteous to the Entelecheia. What? Yes. My apologies. Do you not know of them? I have heard that they are the ancient race who built this town and allow the guilds to be here. An ancient race, huh? Like the Kritja? Okay,
So then who's this guy who's trying to rock the boat here? He's the champion of the Colosseum. Huh? What are you talking about? He is a man who has entered the tournaments to take on Palestrale directly. His consecutive victories have brought him closer to Bellius. This man is terribly dangerous. If he is not soon eliminated, I fear that Bellius may be... So as long as he's winning, Palestrale couldn't get rid of him even if they wanted to. So, long story short, you want us to enter the tournament and beat him, right? Yes. Please, forgive my asking. Jeez, why didn't he just say so? Are you sure this guy is really trying to take over the Colosseum? Of course, and he's being backed by Leviathan's Claw. Leviathan's Claw plans to use the Colosseum for income to dominate the other guilds. That sounds like a plan someone like Hugh Moore might come up with. No way! We already know Hugh Moore and Leviathan's Claw are working together. Wonder what'll fall out of this tree if we shake it a little. Whatever happens, we have to stop Leviathan's Claw. Relations between the Empire and the guilds will only worsen if we don't. What about Pharaoh? There's no telling when you'll be able to meet him if we get into this. But... Estelle, what is it that you really want to do? What I really want to do? I beg your pardon. Is this a difficult decision for you all? There isn't anything difficult about it. What do you mean? We're going to do it, aren't we? We've listened to the story now, at any rate. Right. As a guild, this might not be something we can just ignore. So then, who'll be entering the tournament? Well, we can't ask Estelle, Rita, or Raven to participate. After all, this is a job Brave Vesperia will be doing for Ruins Gate. Okay, so... No hard feelings, but I'd rather not have to go up against Judy. Hmm? And I was just getting ready to enter. Oh well, I suppose I can sit this one out. The boss here shouldn't have to trouble himself with this. So it's up to me then, right? Right. So, do you mean you'll take the job? Sure. Beating the champion will be good for our guild's reputation. It's not a bad deal for us at all. Yeah, you're right. I see. Well, please proceed to the registration area when you are ready. So ist es also. Das ist ja sehr interessant. Ach du Scheiße, Moment mal. Guck mal da oben. Guck mal, wer da oben steht. Da oben. Okay, warte mal. Oh Gott. Ich gehe erstmal speichern, glaube ich. Ich weiß nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Ich glaube, wir sollten vielleicht zu Sigurd wirklich nochmal kurz speichern vorher. Wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, was da jetzt kommt. Wenn ich den Typen da oben schon sehe, dann bin ich gerade sehr vorsichtig, was das betrifft. So. Alles klar. Folgenerfolg abgeschlossen. Gesperrt haben wir mal. Um auf Nummer sicher zu gehen. Da will wieder jemand die Macht übernehmen hier. Was ist denn los mit den Leuten? Das sind alle komplett scheiße im Kopf. Lauter Doofe, niemand gescheit. Oder der packt sein Leben auch nicht da oben. I'm sorry, but the Duce is not currently receiving visitors. Please come back later. Hey, we keep bumping into each other. Must be fate. There is no such thing. Maybe not. What brings you to a place like this? I have come with tidings for the age-old master of this city. Bellius? Are you here on business with a guild or something? Probably not, right? It is nothing so vulgar as that. Vulgar? All right, so what kind of noble errand are you on? I need not answer that. Don't tell me you're out to save the world or something. Man, what's with that guy? Ich werde ihn auch nie verstehen. Der ist mir ein Rätsel. Ein einziges Rätsel. Alter, was ist... Der packt sein Leben nicht mehr hier. Der zuckt voll aus. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich schaff das. Ich schaff das. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Älterer Herr mit etwas gehobenen Ansprüchen müssen ruhig und zuvorkommen bleiben, selbst im Kampf mit Monstern. Natürlich bedarf es hier und da einer gewagten Geste, um die Zuschauerherzen zu erobern und ein Star zu sein.
Ja, Belius empfängt nur in einer Neumondnacht Gäste. Wenn ihr sie sehen wollt, solltet ihr dann wiederkommen. So, nur die Wettkampfteilnehmer dürfen eintreten. Ist ja gut. Ist ja gut. Dann melden wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, ich darf jetzt endlich mitmachen. See the show, have a go! Beat your foes! Battle-hardened fighters! The Colosseum is currently accepting applications! You wanna give it a go? Teilnehmen! Na klar. I had a feeling you were going to be a contestant! All right, get fired up and head on inside! So, du hast dich von allen getrennt. Ach du Scheiße, das muss ich jetzt ganz allein machen. Oh, oh. Ladies and gentlemen, welcome to the brutal battles of the Nordopolica Colosseum! First off, let's go over the rules of the tournament. This is a single elimination tournament. No second chances here. If a fighter makes it through three thrilling rounds, he or she will then challenge the champion. Fighters, if you best our champion in the ring, not only will you receive a fantastic prize, but you'll also take the position of champion. And now, on to the first fight! Yuri! Good luck! You'll do great, Yuri! Try not to hurt yourself. I wanted to fight. You're still going on about that? Look at all these people. This should help advertise our guild nicely. In today's first fight, a new face in the Colosseum! Hailing from the new guild, Brave Vesperia, please welcome Yuri Lowe! His opponent, a former knight turned political activist with a prison record to boot, Gigantus Erengar! Erengar! One, a battle-hardened fighter. One, a fledgling youth. The outcome looks set. But is it? Welcome to the crossroad between heaven and hell. Our first fight is on! Fight! You'll be gone soon enough. So, da geht's auch schon los gegen unseren ersten Gegner, ganz allein mit Yuri gegen Erengar. Den ich doch gleich mal scannen werde, Die Gelegenheit kriege ich doch nie wieder. So, Level 26, 9400 Lebenspunkte, Bitch, please, der kann ja nix. Dragon Swarm! Take this! You're gone! See ya! I guess that was an okay one. Ja, das war zum Aufwärmen ganz nett. Der konnte ja überhaupt nichts. Was ist das für eine Flasche? Ich will einen stärkeren Gegner haben. So, Ritter bei Wasser, Essen, Spitze und Brot. Ich habe es im Essen geklaut. For our second round, we welcome the hellacious bandana-clad thief, Yugum Jerome! Where are the starfish? Give me the starfish! Versus Brave Vesperia's Yuri Lowell! Don't let your guard down, young warrior! The battle has only just begun! Knock your opponent down to the gates of Hades! Second round, fight! Hold still, I'll make this quick. So, Yugum, mal schauen, ob der ein bisschen mehr kann. Ja, der hat auf jeden Fall schon mal mehr Lebenspunkte. 12.545 ist er auch nur Level 26. Der hat doch auch keine Chance. Take this! Dragon! Fight! No way. That was too easy. Ja, das ist doch auch so eine Lusche hier, die können doch alle nix. Bringt mir gleich den Champion, den reiß ich den Arsch auf.
So, gebrochener Dolch. On to the third round! A masked warrior, undefeated with the sword, Johann Jamark! Soon, you will know the exquisite pain of my sword! Versus Brave Vesperia's Yuri Lowell! Is it blind luck? Is it pure skill? Everything will be decided in this one battle! Which of these warriors will extinguish the flames of their opponent's burning soul? Fight! Hold still. I'll make this quick. So, und der nächste Lappen ist einfach ein Typ namens Johann. Na, das schüchtert mich nicht ein. So, Level 28, 13, das ist ja auch okay, so. Soll mich diese riesige Klinge von dir etwa beeindrucken? Ist ja ein Scherz hier. So. Take this! Come on, you can do better than that. Die haben ja alle nichts drauf. Oder vielleicht bin ich auch einfach zu stark. Was soll's. Wow, look at Yuri go. Looks like he's got the goods all right. Well, it just keeps getting better. Now it's time for the main event! Allow me to introduce the current and undefeated champion of the Colosseum! What? What do you mean? It's the heartthrob with the steely gaze, Flynn Shifo! Yuri? What are you doing here? Huh. So you're the evil villain who's trying to take over the Colosseum. Very funny. Want to tell me what you're talking about? Huh. So we're being used. It seems that way. Men of the Colosseum, let the flames of your valor burn bright. It's time for the final showdown! Aren't you cutting it a bit close? Hey, these people didn't pay good money to see a rigged fight. You could at least ease up a little. Like you're having any trouble blocking me. Ach du Scheiße, Flynn ist jetzt Champion, jetzt kapier ich überhaupt nichts mehr. Jetzt ist hier... Ich versteh's nicht. Wie geht das denn? So. Ui. Level 30, 22.000 Lebenspunkte. Und ich bin schon ein bisschen angeschlagen. Ich werde zwischen den Runden gar nicht geheilt, das ist frech. Alright. Well, shall we put an end to this little show? How? If we quit now, they'll boo us out of the building. Yuri Lowell! Oh, you gotta be kidding. What do we have here? Has someone arrived to steal the spotlight from the stars of the show? Yuri, you've managed to stay alive long enough for me to kill you. Now let me show you my thanks. Hate to disappoint you, but I got other reasons for sticking around. You are the only man ever to make me bleed, and I swear that you will die by my hand. Man, why not do something a little more productive with all that energy? Watch this! Whoa! What is that? Oh, it's a Blastia! I can't believe he tried to use it like that! I've got a bad feeling about this. That Blastia... Judith! Hey, what are you doing? What could this mean for the tournament? Oh, screw this! I'm out of here! How do you like my arm? You did this to me, and now I'll use it to destroy you! Yuri! Come, Yuri, let me show you my new toy. Now you're starting to get on my nerves.
Oh mein Gott, ernsthaft? Es ist schon wieder Zagi zum dritten Mal? Zum dritten Mal jetzt schon? Der Typ stirbt einfach nicht. Der ist doch mit dem Schiff abgesoffen. Der ist doch mit dem Schiff untergegangen. Alter, den Krypt... Ey, also mit dem habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich meine, ich habe schon mit Flynn nicht hier gerechnet, aber mit ihm ja noch viel, viel weniger. So, ich muss mich mal heilen. Ich bin auf einem KP unten. Also gleich mal ein... Ja, ich würde fast sagen, ein Wundergummi, würde ich sagen. Stellt 60% der maximalen KP und TP her. Also, gönn dir. So, und jetzt natürlich noch scannen. So, oh mein Gott. 60.000 Lebenspunkte, ist klar, du Arsch. 30 ist der Level von ihm, das bin ich auch. Okay, na, aber jetzt bin ich wenigstens nicht mehr allein. Jetzt sind wir wieder zu viert. Carol, Estelle und Rita sind auch dabei. We should really use that tenacity for something more productive. Worship me, fear me, let me feel your rage. Ja, der Typ ist doch Gaga. Der Typ ist doch Gaga im Kopf. Komplett durchgeknallt. Er ist doch ein Psychopath, jetzt mal ohne Scheiß. So, überlimit, jetzt komm her, du Lappen. So, wie schmeckt denn ein Überlimit, hm? Alter Schwede. So, warte, ich gehe mal auf Abstand, ich brauche nochmal... Ich brauche nochmal ein... Ananas-Gummi. Ganz dringend. So. Ja, der wieder immer nur auf mich losgeht. Oh, jetzt hat er selber... Das ist dasselbe wie Überlimit drin, der Hurensohn. Ich bin tot! Heil mich! So, Carol will Trank des Lebens benutzen für mich und da bin ich wieder back! Du Hurensohn! Na warte! So eine Frechheit! Was ist dein scheiß Problem? So, ich muss immer warten, bis Objekte wieder die Nutzzeit abläuft. So. Achso, nice aim. Danke, Carol. So. Jetzt ist Rita wieder down. Mann, der Typ nervt. Überlimit. You and that weird arm. I can't stand idiots who don't respect Blastia. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn jetzt zum dritten Mal besiegt. So ein Arsch. So, Boss besiegt, Combo-Bonus, tödliche Schlagkette, dies und das. Ich glaube, ich habe die geheime Mission diesmal leider nicht geschafft, aber scheiß drauf, ich weiß so gar nicht, was ich da hätte machen sollen. Da gebe ich doch einen Fick drauf. Hauptsache, wir haben gewonnen und wir sind noch am Leben. Und er hat einen Würfel gedroppt. Hä? So, die logische Konsequenz ist natürlich ein Level-Up für Rita, ist klar. Und für Raven auch. Oh, it's out of his control! That's what he gets for using it like that! This damn blast is not doing what I want it to! Monsters! What are they doing here? They're kept here to be used in the tournaments. That shock just now must have destroyed the barrier, Blastia, that was holding them in. He's getting away. Damn it. Guess we'll have to take care of the monsters first. Jetzt bin ich wieder allein. Jetzt geht's hier einfach mal los wieder. Was ist hier? Was geht hier ab? You'll be gone soon enough. So, jetzt kommen hier einfach noch Monster, Wirbel und Todesmantis. Hier kommen wir ja überhaupt nicht mehr zur Ruhe.
So, normalerweise sollte man während des Wettkampfs hier gegen die Biester hier kämpfen. So, dann kommen die einfach mal so angeschissen. So, dann auch nochmal den Todesmantis auch noch scannen. So, jetzt haben wir schon dreimal gegen diesen Zagi gekämpft und der lebt immer noch. Einfach mal ein Blast hier verwendet, was er eigentlich gar nicht darf. So. Who's next? So. Ich brauche nochmal Ananas-Gummi, gönn dir. So. Here we go. Yay! All right, we did it! Leave it to me! Destruction stream! Smile, wavering shadows! Destruct zero! So, war es das aber wirklich? Das ist jetzt die Frage. Goldstopp aus das hier. Eisensand aus das hier. Cool, dass ich hier wenigstens ein paar nützliche Sachen bekomme. This is becoming a real pain in the neck. Less talking, more fighting. What? Hey, what's going on? Could this box be causing everything? Him. Hear me, Knights. Sodia will command this division and eliminate the remaining monsters. Shouldn't evacuating these people come first? The rest of you will defend the spectators with me. Don't let even one of the beasts escape. Looks like Flynn was thinking ahead. He even sounds like a real captain already. We're getting out of here. Judith and your puppy dog already took off. Yeah, I heard. A hero's work is never done. Hello? Wait up! Hey! So, du hast dich von Judith und Repeat getrennt. Warum auch immer. Was ist hier los? Palestrello und seine Elite neu, um die Offren der Arena zu kontrollieren. Geht, aber ruhig. Alter, jetzt ist hier wieder mal die Kacke am Dampfen, Leute. Die stellt einfach nur so rum, als wenn hier nichts wäre. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns hier vielleicht kurz mal ausruhen können. He got out of the city. He's pretty good at running away. Repeat is still after him. Hopefully he won't lose the trail. But what's the deal anyway? Why would Regay... Think he set us up somehow? Looks that way. He used us to keep Flynn from carrying out his orders. Orders? Relax. It doesn't look like he's here to recapture any princesses. He wouldn't go through the trouble of entering the tournament for that. Well, then what could it be? Good question. Whatever it was, I'm sure it was hurting Regay's plans. But Regay seemed so polite. He didn't seem too polite when he was making off with that case. This might mean Ruin's Gate is nothing more than a false front. Still, what could he want with that case? Just what was the Clear Ciel crystal? About all we know now is that something in that box made my magic go all haywire. I never lost control of my Bodhiblastia like that before. Hey. If we've got the time to be standing around, chatting, shouldn't we be chasing after your doggy friend? You're right, we should be going. So, Judith hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay. Ja, Alter, dieser Regay hat uns verarscht. Der ist doch gay! Damn that Regay. What could he possibly want with that case? Well, our genius mage's magic was kind of weird. He must have thought it was linked to that box. Then, you think Regay knows what's in the box?
The only way we'll find out is by going after him. If he stole it knowing what was inside, then he must know what the clear CL crystal can do. If we catch him, we might learn something about Jormgen. Okay, now we definitely can't let him get away. Yes, we don't have a moment to lose. Dick in the box. So, Leute. Ich hau mich erstmal noch aufs Ohr, wenn das geht. Nee, okay, geht nicht, na dann nicht. Scheiß drauf, Leute, ich muss speichern. Ich sehe gerade, holy shit, wir haben einen 40-Minuten-Part. Ist halt heute mal extra large. Es ist so viel passiert. Und im nächsten Part passiert noch mehr. Von diesem ganzen Kram, was hier so abgeht. Also, wenn ich diesen Regen in die Finger kriege, dann prügel ich die Scheiße aus dem raus, ey, dass er uns so verarscht hat. Das kann ich gar nicht leiden. Wenn man es hier so hinters Licht führt. Also bis dann, Leute. Bis zum nächsten Mal mit Chase of Hesperia. Ciao, Leute.